Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App, der App G's Screen Tester. Die App ist 634,9 Kilobyte groß, erfordert iOS 15.0 oder neue. Die App ist gratis und es gibt nicht genügend Bewertungen, um eine Durchschnitt-Sterne-Bewertung anzeigen lassen zu können. Ihr startet die App und dann tut die App das, was sie sagt. Es ist im Prinzip ein Screen-Tester. Ihr könnt checken, ob alle Pixel auf eurem Display gut funktionieren. Ihr könnt entweder mit sRGB oder Display P3 Farbraum wahlweise rot, grün oder blau anzeigen lassen, beziehungsweise side by side auch nochmal rot, grün, blau. Ja, und dann kann man halt in den verschiedenen Farben gucken, sind denn alle Pixel okay, gibt's tote Pixel, Hot Pixel, whatsoever. Ist eine kleine App, die genau das macht, was sie soll. Ich mag kleine Apps, die genau das machen, was sie soll. Deswegen Daumen hoch für G's Screen Tester. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.